Ja, heute Abend ein ganz spezielles Thema. Ich habe mich oft gefragt, Gott hat uns als in seinem Bild geschaffen, als einen Menschen mit Geist, Seele und Leib, wie wir das schon gehört haben. Und mich hat das immer interessiert, wie funktioniert unser Mensch mit Geist, Seele und Leib? Wie funktioniert das miteinander? Und da bin ich einmal auf eine Predigt von einem Bruder aus Deutschland oder aus der Schweiz gestoßen. Sein Bruder ist Dr. Roger Libby. Und von ihm habe ich einige dieser Dinge gelernt und auch die Bilder sind von ihm. Und ich wollte es einfach so uns weitergeben, weil das so Einblicke in unser Innenleben gibt. Ja. Und da wollte ich euch einfach auch mitnehmen und uns wünschen, dass wir dadurch ein bisschen mehr verstehen, was in unserem Herzen passiert, wenn Gott mit seinem Geist in unser Leben kommt. Zuerst einen Bibelvers aus 2. Korinther 3, Vers 18. Das ist einer meiner Lieblingsverse. 2. Korinther 3, Vers 18. Dort steht: Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also der Vers sagt, es gibt eine Möglichkeit, dass unser Geist, unser Leben verwandelt wird, verändert wird. Und das erleben wir ja auch als Christen, dass Gottes Geist in unser Leben kommt und uns verwandelt. Und zwar verwandelt uns dieser Geist Gottes in dasselbe Bild von Christus. Er möchte uns immer weiter in sein Bild verwandeln, in sein Wesen verwandeln, dass wir Jesus ähnlich werden. Ja? Das möchte Gott uns verwandeln. Und wir kennen alle diese Bilder. Da ist ein altes Haus gemalt und dann daneben ist das renovierte Haus. Ja? Das gleiche Haus, ein Bild, das gleiche Haus, der alte Zustand. Und dann das gleiche Haus, der neue Zustand. Und wir lieben das, ja, wenn wir sehen, wie schön verändert das wurde. Ja. Dieses alte Haus hat sich einer Gedanken gemacht und es wurde zu einem schönen neuen Haus. Obwohl es dasselbe Haus ist, wurde es verändert, es wurde verwandelt. Jemand hat sich Gedanken gemacht, wie er dieses alte Haus neu machen kann. Und ich denke, das ist auch genau das, was wir in unserem Leben als Menschen erleben. Da ist unser Körper, unser Alter, unser Mensch. Ihr seht mich als Alten oder als Mensch. Und dann kommt Gott in unser Leben, in mein Leben, und er verändert uns. Und ich bin immer noch derselbe Daniel oder habe immer noch diesen Körper, aber Gottes Geist macht mich zu etwas Neuem. Ja? Und das ist etwas, was wir, denke ich, alle erleben durften, wenn wir Kinder Gottes sind, dass der Geist Gottes in unser Leben kommt und uns neu macht. Und was ist da passiert in unserem Leben? Was hat uns diese Kraft, dass wir vorher Sünder waren und dass wir die Sünde lieb hatten? Da ist irgendwas in unserem Leben passiert, dass wir verstanden haben, dass wir nicht mehr der Sünde folgen müssen, sondern dass wir jetzt dem Geist Gottes folgen können. Da ist irgendwas in unserem Leben passiert. Und die Bibel sagt in Römer 6, Vers 2: Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Und das ist ja das, was unser Leben dann ausmacht. Wir sind der Sünde gestorben. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in der Sünde leben? Und dann wird bin ich immer noch im selben Körper, aber aus mir wird ein Mensch, der nicht mehr die Sünde liebt, sondern der den Willen Gottes liebt und den Willen Gottes in seinem Leben umsetzen möchte. Und Gott möchte eben diese Veränderung in jedem von uns bewirken, dass wir im Bild Gottes verändert werden. Und es ist so interessant, dass Gott schon im Alten Testament eine Geschichte geschehen hat lassen im Buch Esther, die uns, wenn wir sie lesen, in der Geschichte Esther, da wird kein einziges Mal der Name Gott erwähnt. In dem ganzen Buch lesen wir nicht einmal das Wort Gebet. Das ganze Buch Esther, würde man sagen, wo ist da Gott, könnte man fragen.
Ja, da ist das Volk der Juden, ihr kennt die Geschichte. Aber der Name Gott selbst wird dort nicht drin erwähnt und auch Gebet wird da drin nicht erwähnt. Aber dieses Buch können wir mit Blick aus dem Neuen Testament oder aus dem Neuen Testament heraus, können wir in diesem Buch eine geistliche Wahrheit erkennen. Und die ist sehr tief, die geistliche Wahrheit. Und ich wünsche mir, dass ich euch ein bisschen damit hineinnehmen kann, damit wir verstehen, was die Geschichte uns sagen möchte. Wir kennen das in der Bibel, dass in der Bibel Gott immer wieder Symbole gebraucht, um etwas darzustellen. Zum Beispiel haben wir heute Morgen gesehen, dass Mose, das Wesen wie Mose war, dass er sanftmütig war und dass er sich einer Heidin annahm, dass das auch ein Bild war auf Christus. Ja, Christus, der die Heilung möchte und der auch gleichzeitig, und Mose, der sagt, heile sie doch, genauso sagt auch Christus, er möchte uns heilen. Ja, es war ein Bild auf Christus. Oder wir kennen Abraham und Isaak aus dem Alten Testament, wo Abraham seinen Sohn opfern muss und das ist ein Bild auf Christus. Ja, wir können dieses Bild von Abraham und Isaak nur verstehen, wenn wir das Neue Testament lesen und das Neue Testament uns klar macht, ja, Gott musste seinen Sohn opfern. Und dann können wir in der Geschichte des Alten Testamentes etwas erkennen. Ja? Dann macht das Sinn für uns. Oder wenn wir an Josef denken, Josef, der von seiner eigenen Familie verstoßen wurde und dann Herrscher über ein anderes Volk wird. Und dann können wir auch so sehen wie Jesus, der von seinem eigenen Volk verstoßen wird und dann aber Herr der Heiden wird. Ja? Also uns als Nichtjuden. Und so sehen wir, dass Gott in der Bibel immer wieder Bilder gebraucht, um tiefe Wahrheiten, tiefe geistliche Wahrheiten zu erklären. Ja, und so möchte ich einfach uns in einigen Minuten einen Abschnitt oder einen Aspekt von diesem Buch Esther aufzeigen. Und bevor wir in das Buch oder in das Kapitel 7 einsteigen, möchte ich kurz die Geschichte erzählen. Ich denke, dann sind wir alle, ist uns allen wieder in Erinnerung, wie die Geschichte abgelaufen ist. Das Buch Esther ist ja so, dass, oder in der Geschichte beginnt es ja damit, dass dort ein König genannt wird, Ahasveros ist sein Name. Und Ahasveros hat eine Königin und diese Königin hat den Namen Vasti. Und Vasti ist ihr Name, können wir nachlesen in dem Buch Esther im ersten Kapitel. Und Vasti weigert sich, dem König gehorsam zu sein. Und dann entscheidet der König Ahasveros, dass er Vasti nicht mehr als seine Königin haben möchte. Und stattdessen befiehlt der König Ahasveros, dass man im ganzen Persischen Reich, das war ein ganz, ganz großes Reich gewesen, dass man im ganzen Persischen Reich nach Mädchen Ausschau hält, die nächsten Königinnen werden sollen. Und das befiehlt denn der König, im Kapitel 2 im Buch Esther können wir es nachlesen, im Vers 3, und der König bestimmte Beamte in allen Provinzen seines Königreiches, damit sie allen Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt in die Burg Susan zusammenbringen, in das Frauenhaus unter die Obhut Hegais, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und man lasse ihnen ihre Regierung, ihre Reinigungssalben geben. Und die Jungfrauen, die dem König gefällt, die soll Königin werden, an Vastis Stelle. Ja, das war dann der Plan, den Ahasveros hatte. Er wollte Frauen, Mädchen aus seinem Land holen. Und dann kommt Esther ins Geschehen dieser Geschichte hinein. Und Mordechai, ihr Adoptivvater, ja, wir wissen, dass Mordechai ist nicht der leibliche Vater gewesen von Esther, sondern ihr Adoptivvater. Und Mordechai
bringt oder gibt Esther dem König ab. Er hatte eigentlich auch keine Wahl gehabt. Aber er sagt, Esther, du darfst niemals erzählen, von wo du kommst. Du darfst nicht erzählen, dass du vom Volk der Juden bist. Und so kommt Esther in das Königshaus und sie wird vorbereitet. Und dann wird sie dem König vorgestellt und der König, dann können wir nachlesen im 2. Kapitel, Vers 17, und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen und sie fand Gnade und Gunst vor ihm, mehr als alle Jungfrauen, und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin, an was dies stelle. Also Esther wird zur Königin über ganz Persien und wird anstelle von Vasti jetzt eben die Frau von Ahasverus. Und dann beginnt eine Situation, wo sich zwei Kämmerer oder zwei Wächter unterhalten und sie wollen den König töten. Und Mordechai, der Adoptivvater von Esther, der bekommt das mit. Ich lese diese Verse, 2. Kapitel 21 bis 23. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten die zwei Kämmerer des Königs, welche die Schwelle hüteten, Bigtan und Teres, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasverus zu legen. Das wurde dem Mordechai bekannt und er sagte es der Königin Esther. Esther aber sagte es dem König in Mordechais Namen. Da wurde die Sache untersucht und als wahr erfunden, und die beiden wurden an das Holz gehängt. Und dies wurde vor dem König in das Buch der Chronik geschrieben. Also Mordechai, der Adoptivvater von Esther, bekommt mit, wie Menschen, zwei Wächter, Ahasverus, den König, töten wollen. Und er teilt das Esther mit. Und Esther als Königin kann das dem König mitteilen. Und der König wird vor dem Tod bewahrt. Und Ahasverus lässt dieses Ereignis in das Buch der Chronik einschreiben, wo er immer wieder nachlesen kann, was alles passiert ist. Also wie ein Tagebuch, wo nachzulesen ist. Und dann passiert diese Situation, wo Haman, das ist ein ganz hoher Regierungsbeamter im königlichen Hof, wo Haman durch den Königshof geht und Haman erlebt, wie Mordechai sich nicht vor Haman niederbeugt. Im 3. Kapitel, Vers 2 lesen wir, und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Und das machte Haman zornig. Als nun Haman sah, dass Mordechai die Knie nicht vor ihm beugte und nicht vor ihm niederfiel, da wurde er mit Wut erfüllt. Doch es ward ihm zu wenig, an Mordechai allein Hand anzulegen, sondern weil man ihm das Volk Mordechais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasverus, des Volkes Mordechai, zu vertilgen. Also die Situation ist, Haman, er ist ein hoher Regierungsbeamter, er sitzt nah beim König und er möchte Ehre von den Menschen empfangen. Er möchte, dass die Menschen vor ihm niederfallen. Aber Mordechai, er fällt nicht vor Haman nieder, weil Mordechai als Jude nur vor dem lebendigen Gott niederfällt. Und vor Haman fällt Mordechai nicht nieder, er betet Haman nicht an. Und Haman entscheidet, nicht nur Mordechai zu töten, sondern das ganze Volk der Juden. Und in dem Moment weiß Haman noch gar nicht, dass tatsächlich auch die Königin eine Jüdin ist. Und das werden wir ja später in der Geschichte dann erst lesen. Und Haman erlässt einen Befehl, dass ein Brief in alle Provinzen hinausgeht, wo drin steht, dass die Juden an einem bestimmten Tag getötet werden sollten. Und dann lesen wir im 3. Kapitel, Vers 15, und die Eilboten zogen auf den Befehl des Königs hin, schnell aus, sobald das Gesetz in der Burg Susan erlassen wurde.
Der König und Haman aber setzten sich, um zu trinken, während die Stadt Susan in Bestürzung geriet. Als nun Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich. Und es kam bis vor das Tor des Königs, denn es durfte niemand zum Tor des Königs eingehen, der in Sacktuch und gekleidet war. Also der König erlässt diesen Befehl. Haman wollte das so und der König hat zugestimmt und alle Juden im ganzen Königreich sollen an einem bestimmten Tag getötet werden. Und das war ein Erlass des Königs. Und wenn der König mit seinem Siegelring diesen Befehl rausgegeben hatte, dann konnte keiner diesen Befehl wieder zurücknehmen. Wenn dieser Befehl rausgegangen ist, gab es kein Zurück mehr. Und so sollen alle Juden an einem bestimmten Tag getötet werden. Und Mordechai, der Jude ist, erfährt das und er gerät in Trauer. Er zieht sich Sacktuch an und dann kommt er in die Nähe des königlichen Hofes und es wird Esther mitgeteilt, dass ihr Vater oder ihr Adoptivvater trauert. Und Esther fragt nach, was passiert ist, warum Mordechai trauert. Da rief Esther den Hattach, einen Kämmerer des Königs, den er zu ihrem Dienst bestimmt hatte, und gab ihm Befehl, bei Mordechai in Erfahrung zu bringen, was das bedeutet und warum es geschehe. Also Esther hat noch nicht mitbekommen, welchen Befehl der König erlassen hatte. Und deswegen lässt sie Mordechai von einem Diener fragen, warum ist Mordechai traurig? Und dann lesen wir im 4. Kapitel, Vers 15, da ließ Esther dem Mordechai antworten. So geh hin. Es war so, dass Esther erfährt, dass der König veranlasst hat, dass alle Juden getötet werden sollten. Und Mordechai bittet Esther, dass Esther zum König geht, um dem König diese Botschaft mitzuteilen. Und da ließ Esther dem Mordechai antworten, so geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, und fastet für mich 3 Tage lang und Tag und Nacht, esst und trinkt nicht. Auch will ich mit meinen Mägden so fasten, und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Und Mordechai ging hin und machte alles genauso, wie Esther es geboten hatte. Also Mordechai gibt Esther den Auftrag, Esther, du musst zum König gehen, du musst dem König sagen, dass der König dein Volk töten möchte und du musst versuchen, den König davon zu überzeugen oder ihm diese Information mitzugeben, dass auch du getötet werden sollst. Und Esther hat natürlich Angst, weil niemand zum König kommen darf. Obwohl sie auch die Frau des Königs war, hatte sie nicht das Recht, in die Gegenwart des Königs zu kommen. Und so bat sie darum, dass man für sie betet, dass alle Juden zusammen, also hier sehen wir schon auch ein Stück weit das Gebet, ja, sie fasten, jetzt steht hier nicht speziell, dass sie beten, aber wenn sie fasten, können wir davon ausgehen, dass sie auch gebetet haben. Und Mordechai sagt, wir werden fasten, und du sollst zum König gehen. Und dann kommt es zu dieser Situation, wo Esther zum König kommt. Und dort lesen wir im Kapitel 5, Vers 3, da sprach der König zu ihr, was hast du, Königin Esther, und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden und wäre es auch die Hälfte des Königreiches. Und dann bittet Esther darum, dass Haman und Ahasveros zusammen zu einem Mahl kommen, mit Esther zusammen zu einem Essen, wo Esther ihre Bitte mitteilen möchte. Und dann fragt der König, Esther, du hast uns eingeladen zu einem Mahl, was möchtest du von mir haben? Und es ist interessant, dass Esther in dem Moment bei dem ersten Mahl nicht sofort darüber spricht, was passiert ist, sondern Esther sagt, da antwortete Esther und sprach, meine Bitte und mein Begehren ist, habe ich Gnade gefunden vor dem König
Und gefällt es dem König, mir meine Bitte zu gewähren und meinen Wunsch zu erfüllen, so komme der König mit Hammern zu dem Mahl, das ich für sie zubereiten will. Dann will ich es morgen tun, was der König gesagt hat. Ist schon interessant, wenn das Esther lädt Hamann und Mordechai zum Mahl ein und der König hat erwartet, dass Esther jetzt ihr Anliegen mitteilt, aber Esther teilt das Anliegen nicht mit, sie wartet und bittet darum, dass sie am nächsten Tag wieder zum königlichen Mahl, zum Mahl kommen. Und dann gehen Hamann und Mordechai gehen raus von dem Essen und Hamann kommt nach Hause und er ist stolz darüber. Er freut sich, dass er so einen hohen Rang hat, dass er so anerkannt ist beim König und bei der Königin und er ist stolz darüber. Er weiß, wer er ist. Er ist eine besondere Person, denkt er. Aber da gibt es eine Sache, die Hamann kränkt. Und dort steht dann im 5. Kapitel, Vers 13, aber das alles befriedigt mich nicht, solange ich Mordechai, den Juden, im Tor des Königs sitzen sehe. Und dann Vers 14, da sprach seine Frau Seres und alle seine Freunde zu ihm, man solle einen Holzstamm zubereiten, 50 Ellen hoch, dann sage du morgen dem König, dass man Mordechai daran hängen soll. So kannst du fröhlich mit dem König zum Mahl gehen. Das gefiel Hamann gut und er ließ den Holzstamm zubereiten. Also Hamann kommt an dem Punkt, wo er zwar alles hat, aber die Anbetung von Mordechai, des Juden, hat er nicht. Und das kränkt den Hamann. Und dann passiert ein Wunder, wo Gott in diese Geschichte eingreift. Weil in der Nacht zwischen dem ersten Essen und dem zweiten Essen kann Ahasverus nicht schlafen. Und er sagt zu seinen Dienern, ich lese das ab Kapitel 6, Vers 1, in derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und er ließ das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik herbringen. Daraus wurde dem König vorgelesen. Und dann wird dem König genau diese Stelle vorgelesen, dass Mordechai den König Ahasverus vor dem Tod bewahrt hat. Genau diese Stelle wird vorgelesen und der König fragte, ob man Mordechai für diese Tat belohnt hat. Und man sagte ihm, nein, Mordechai wurde dafür nicht belohnt. Und dann hört der König, dass im Hof jemand kommt und er fragt, wer ist dort im Hof? Und dann lesen wir im Kapitel 6, Vers 4, nun war Hamann gerade in den äußersten Hof des königlichen Hauses gekommen, um den König zu sehen, um dem König zu sagen, er solle Mordechai an den Holzstamm hängen lassen, den er für ihn bereitet hatte. Da sprachen die Knechte des Königs zu ihm, siehe, Hamann steht im Hof. Der König sprach, er soll herkommen. Und dann passiert ja diese Situation, dass der König den Hamann fragt, Hamann, würdest du mit einem Mann tun, den der König ehren will? Was würdest du mit einem Mann tun, den der König ehren will? Und Hamann sagt, ich würde ihn auf ein königliches Pferd setzen und ich würde vor ihm herrufen, dass der Mann, der auf diesem Pferd sitzt, dass der König ihn ehren will. Und dann sprach der König zu Hamann, eile, nimm das Gewand und das Pferd, wie du gesagt hast, und mache es so mit Mordechai, dem Juden, der vor dem Tor des Königs sitzt. Wow, das muss dem Hamann wirklich schwer gefallen sein. Eigentlich wollte er diesen Mordechai töten, aber dadurch, dass Ahasverus, der König, in der Nacht diese Geschichte liest, konnte Hamann seinen Wunsch gar nicht äußern, sondern er musste den er eigentlich töten wollte, den musste er ehren. Und das kränkt Hamann sehr. Und er kommt nach Hause und erzählt das seiner Frau, dass er
was passiert war und dass er eigentlich Mordechai töten wollte, aber dass er Mordechai erheben musste, dass er Mordechai wirklich Ehre geben musste. Das waren jetzt so die Ereignisse bis Kapitel 7 und wir wollen uns jetzt anschauen, wie wir in diesen verschiedenen Personen, die uns die Bibel hier zeigt, wie wir in diesen verschiedenen Personen etwas entdecken können, was Gott hier uns zeigen möchte. Ich habe das deswegen auf einem Beamer gemacht, weil es sind sehr viele Informationen und nachher wird man immer wieder da drauf schauen können, dann kann man ein bisschen besser verstehen, welche Aufgabe die unterschiedlichen Personen hier in diesen Bibeltexten haben. Wir sehen hier Ahasverus, er ist der König und der König ist eben die Person in der Geschichte, die immer die Entscheidung trifft. Ja? Ahasverus als König ist die Zentrale der Macht. Es ist eigentlich im Bild gesprochen unsere Seele. Die Seele dort, wo die Seele ist die verantwortungstragende Zentrale im Menschen. Also die Seele bestimmt über unser Gemüt, über unsere Stimmung. Die Seele bestimmt darüber, wie wir fühlen. Ja? Und Ahasverus ist eben in dieser Geschichte der Entscheider. Er hat zwar Berater, er hat Haman als derjenige, der auf ihn einwirken kann, wie wir das auch in der Geschichte gesehen haben, aber die letzte Entscheidung, die trifft Ahasverus. Und somit bestimmt Ahasverus als König über den Zustand in seinem Land. Er ist das Entscheidungsorgan. Und wir können hier sehen, unten, da sehen wir in der geistlichen Perspektive, sehen wir, dass Ahasverus einfach die Seele des Menschen zeigt. Die Seele des Menschen. Und wir haben ja verstanden, dass Gott uns mit Körper, Seele und Geist gemacht hat. Und so werden wir gleich in diesem Bild verschiedene Aspekte des menschlichen Wesens sehen. Und dann werden wir uns Kapitel 7 angucken und sehen, was das Kapitel 7 für unser geistliches Leben zu sagen hat. Im nächsten Bild sehen wir Esther als die Königin. Und Esther ist der erneuerte Geist des Menschen. Wir sehen, Esther ist die Person in der Geschichte, die Kontakt zu Mordechai aufnehmen konnte. Esther ist die Person in der Geschichte, die neu dazukommt, ja. Und Esther ist in der Geschichte, in dem geistlichen Bild, soll es den neuen Geist des Menschen zeigen. Der Geist des Menschen hat eben die Fähigkeit, zu Gott, zu Mordechai, auch Kontakt aufzunehmen. Das wird gleich klarer, wenn wir auch über Mordechai sprechen. Und Esther ist eben dieser Geist, der neue Geist des Menschen. In Römer 8, 16, dort lesen wir, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und diese Wahrheit werden wir in dieser Geschichte, werden wir sie gleich besser verstehen können. Die Geschichte macht deutlich, dass Esther Kontakt zu Mordechai hat und Esther eben den Geist des Menschen zeigt. Mordechai wird in der Geschichte als der Vater Esther gezeigt, also als der Vater von Esther gezeigt. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass Mordechai nicht der leibliche Vater von Esther ist, sondern dass er Esther adoptiert und Esther zu seinem Kind macht. Und das ist einfach ein Bild für Gott, wie Gott uns Menschen zu seinen Kindern macht. Er adoptiert uns. Es ist so schön, wie es in Epheser
In Epheser heißt es nämlich, dass Gott, in Epheser 1, Vers 5, wir können es einmal nachschlagen. Dort heißt es in Epheser 1, Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und in der englischen Übersetzung steht hier das Wort für Sohnschaft, dass Gott uns adoptiert hat. Adoption steht da, das Wort, dass Gott uns adoptiert hat zu seinen Kindern. Und so sehen wir, wie auch Esther als ein Kind von Mordechai adoptiert wird und Esther Mordechai sogar selber Vater nennt. Ja? Das können wir im Buch Esther 2, 7 können wir das lesen, wie Esther Mordechai ihren Vater nennt. Und wir sehen auch die Fürsorge, die Mordechai für Esther hat als sein Kind, sorgt sich der Vater um Esther. Und ein Bild auch dafür, dass eben Mordechai hier den dreieinen Gott darstellt, ist, dass Mordechai, er hasst das Böse. Er fällt nicht vor Bigtan und Teres, vor diesen zwei Männern fällt er, oder das, was die Männer vorhaben, das hasst Mordechai. Und er fällt auch nicht vor Haman nieder und er bekennt sich zum Volk der Juden, so wie Gott selbst sich zu seinem Volk bekennt. Und so können wir einige Parallelen sehen, die Mordechai zeigt, die auch unser lebendiger Gott hat, dass er sich zu seinem Volk bekennt, dass er das Böse hasst, dass er sich vor niemanden niederfällt, weil er Gott ist. Und dann sehen wir in der Geschichte noch den Mann Haman. Und Haman stellt in dieser Geschichte das Fleisch dar. Unsere fleischliche Natur. Er stellt die Sünde dar. Und zwar eben die sündige Natur in uns Menschen. Wirklich die von Grund auf sündige Natur, die in uns Menschen mit unserem ersten Herzschlag eigentlich in uns lebt, das stellt Haman hier dar. Er ist eben ein Bild für das Fleisch in uns, ja. Und das sehen wir auch, wenn wir die Geschichte durchlesen, dann sehen wir, wie Haman wirklich nur Gedanken des Fleisches hat. Und wenn wir in Galater 5, 19 bis 21 lesen, dort können wir sehen, wie sich das Fleisch, wie das Fleisch ist. Ja. Galater 5, 19 bis 21 erklärt uns, und wenn wir das lesen, dann sehen, können wir an die Geschichte denken, wo auch Haman genauso handelt. Dort steht, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Also wir sehen ganz klar, Haman zeigt in seinem ganzen Leben, das wir in dem Buch Esther sehen können, er zeigt Trunkenheit, er zeigt Gelage, er zeigt Mord, Neid. All die Werke des Fleisches sehen wir in Hammans Person verankert. Und somit ist Haman ein Bild für eben den sündigen Menschen, die sündige Natur des Menschen. Und jetzt möchte ich noch die Stadt Susan, das ist die Stadt, in der sich diese Ereignisse im Buch Esther zutragen. Die Stadt Susan stellt das Herz dar. Es ist das Herz des Menschen. Es ist der Ort, wo sich eben Haman und Mordechai und Esther treffen. Und es ist eben der Ort, wo sich der Geist des Menschen, wo sich unsere Seele und das Fleisch treffen. Ja. Das ist unser Herz, das Herz des Menschen. Und wir sehen, wir kennen das von unserem eigenen Leben, unser Herz kann traurig sein. Ja. Wir können Trauer empfinden in unserem Herzen, wir können auch Freude empfinden. Und diese Reaktion sehen wir auch im Buch Esther. Das haben wir auch gelesen im
dritten Kapitel, Vers 15, das möchte ich einmal nochmal in Erinnerung rufen, im dritten Kapitel, Vers 15, dort steht, und die Eilbogen zogen auf den Befehl des Königs hin schnell aus, sobald das Gesetz in der Burg Susan erlassen war. Der König und Haman aber setzten sich, um zu trinken, während die Stadt Susan in Bestürzung geriet. Also wir sehen, in der Entscheidungszentrale, dort wo der König, die Königin und Haman oder Haman und der König eine Entscheidung treffen und diese Entscheidung verteilt wird, da wird das Herz traurig, die Stadt wird traurig, sie gerät in Bestürzung. Und das soll uns ist die Stadt Susan, die das Herz des Menschen zeigt. Wir haben Anfang, ich weiß, das waren jetzt sehr viele Informationen und deswegen denke ich, wenn wir uns gleich das Kapitel 7 angucken, dann hoffe ich, dass es ein bisschen klarer wird. Wir haben anfangs den Vers gelesen, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Und diese Geschichte im Kapitel 7, in Esther Kapitel 7, wird uns jetzt aufzeigen, wie das Fleisch, ja, das ja die sündige Natur in uns ist, wie das Fleisch getötet wird und somit eigentlich die Gewalt, die Macht in unserem Herzen verliert. Ich möchte das lesen, ich werde jetzt dieses Kapitel lesen, Esther Kapitel 7 bis Kapitel 8, Vers 2. So kam nun der König mit Haman zum Trinkgelage bei der Königin Esther. Da sprach der König zu Esther, auch am zweiten Tag beim Weintrinken, was bittest du, Königin Esther? Es soll dir gegeben werden. Und was forderst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreiches, es soll dir geschehen. Da antwortete die Königin Esther und sprach, habe ich Gnade gefunden vor dir, o König, und gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, erschlagen und umgebracht zu werden. Wenn wir nur zu Knechten und Mägden verkauft würden, so wollte ich schweigen, obwohl der Feind nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Da sprach der König Ahasveros zu der Königin Esther, wer ist es, der sich vorgenommen hat, so etwas zu tun, und wo ist er? Und Esther sprach, der Widersacher und Feind ist dieser böse Haman. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Der König aber stand in seinem Grimm auf vom Weintrinken und ging in den Garten des Palastes. Haman aber blieb zurück und bat die Königin Esther um sein Leben, denn er sah, dass sein Verderben beim König beschlossen war. Und als das der König aus dem Garten des Palastes und als der König aus dem Garten des Palastes in das Haus kam, wo man den Wein getrunken hatte, da war Haman auf das Polster gesunken, auf dem Esther saß. Da sprach der König, will er sogar der Königin Gewalt antun in meinem eigenen Haus? Das Wort war kaum aus dem Mund des Königs gekommen, da verhüllte man das Angesicht Hamans. Und Habano und Habona, einer der Kämmerer, die vor dem König standen, sprach, siehe, der Holzstamm, den Haman für Mordechai zubereitet hat, der Gutes für den König geredet hat, steht schon beim Haus Hamans, 50 Ellen hoch. Und der König sprach, hängt ihn daran. So hängte man Haman an den Holzstamm, den er für Mordechai zubereitet hatte. Da legte sich der Zorn des Königs. An demselben Tag gab der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans, des Feindes der Juden, zum Geschenk. Mordechai aber bekam Zutritt beim König, denn Esther hatte ihm erzählt, was er für sie war. Und der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman abgenommen hatte,
und gab ihn Mordechai. Und Esther setzte Mordechai über das Haus des Hammans. Ja, in dieser Geschichte sehen wir, wie der Moment eintritt, wo Esther dem König die Wahrheit erzählt. Und wenn wir jetzt, also wir sehen einfach, wie der neue Geist des Menschen, also Esther, eben dem König, der ja die Seele des Menschen ist, wie Esther dem König, der Seele des Menschen sozusagen erklärt, dass das Fleisch böse Absichten hat, dass das Fleisch eigentlich den Tod von den Juden wollte. Also der menschliche Geist, Esther in dem Fall, offenbart Ahasveros, dass Haman, das Fleisch, eigentlich zum Schaden für den König werden sollte. Und das ist ja auch das, was wir in der geistlichen Welt erleben, oder? In unserer geistlichen Welt wissen wir, dass das Fleisch, der Sünde sollt, ist der Tod. Also unsere fleischliche Natur, die wir haben, die Sünde in uns, die ist dem Tod geweiht. Und sie wird, das Ergebnis wird Tod sein. Wird der Tod sein. Und wir sehen, wie Esther eben als der neue Geist des Menschen der Seele sagen kann, das Fleisch will dein Verderben oder will das Verderben deines Königreiches. Und das ist eigentlich der Moment, den ein Mensch erlebt, wenn er vor seiner Bekehrung steht. Wenn er vor seiner Bekehrung steht und Gott eben den menschlichen Geist dahin ermöglicht, dass der menschliche Geist anfangen kann zu verstehen, dass das Fleisch eigentlich den Tod möchte. Und woher wusste Esther das? Woher wusste der Geist des Menschen, woher weiß der Geist des Menschen, dass das Fleisch eigentlich dem Tod geweiht ist? Woher wusste Esther das? Esther wusste das von Mordechai. Und so ist es auch in dem Leben eines Menschen, dass eben Gott in das Herz eines Menschen oder in den Geist des Menschen hineinsprechen muss und dem Geist des Menschen klar machen muss, dass das Fleisch böse Absichten hat. Ja? Und das erleben wir in dieser Geschichte, wie eben Mordechai als der Vater oder Adoptivvater von Esther ihr diese Information gibt und Esther dann in der Lage ist, dem König der Seele, der eigenen Seele zu sagen, ja, hier ist ein Schaden. Und dann sehen wir in Vers 6 und 7, da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Und der König aber stand in seinem Grimm auf vom Weintrinken. Ja, wie ist das, wenn die Seele, wenn unsere Seele, wenn Gottes Geist, wenn Gott selbst zu unserem Geist spricht und wir erfahren, dass das Fleisch böse Absichten mit uns hatte. Wie ist das in unserem Leben? Dann erschrecken wir, oder? Dann erschrecken wir, weil wir auf einmal merken, unser ganzes Leben, was wir bisher in unserem Fleisch gelebt haben, wie Ahasveros, der König, immer auf Haman gehört hat und Haman eigentlich für einen guten Berater gehalten hat. So ist es auch in unserem Leben, wenn plötzlich Gottes Licht in unser Leben scheint und wir verstehen, dass das Fleisch uns eigentlich, dass der Sünde sollt, also dass das Fleisch eigentlich unseren Tod bedeuten wird, unseren ewigen Tod. So ist es. Und das können wir auch sehen in der Apostelgeschichte 2. Lesen wir in der Apostelgeschichte 2, dort lesen wir dieses Ereignis von den Menschen, die eigentlich Juden waren und denen dann Petrus eine Predigt hält. Und Petrus erklärt dem Volk, ihr habt den Messias getötet. Ihr habt den Messias getötet, der euch retten sollte, habt ihr getötet. Und was passiert dann in den Herzen der Menschen, dieser Zuhörer? Ich möchte das einmal lesen in der Apostelgeschichte 2, 37. Dort sehen wir dann einfach, wie die Reaktion der Seele ist, wenn
eben die Wahrheit in unser, wenn uns die Wahrheit bewusst wird. Apostelgeschichte 2, 37 und 38. Dort steht, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also was war passiert? Das Volk hört die Predigt von Petrus und denen wird klar, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben auf unser Fleisch gehört. Wir haben den Messias getötet. Und dann lasen wir hier, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und das ist auch das, was der König erlebt. Er wird zornig und es dringt ihn in seinem Herz. Und was passiert, wenn uns Gottes Geist, wenn Gott uns begegnet und unserem Geist klar macht, dass wir Vergebung brauchen, dass wir das Fleisch uns zum Tod führen wird? Was passiert dann in uns? Es ist doch so, wenn ein Mensch vor der Bekehrung steht, dann ringt er mit sich selbst, oder? Er möchte, dass die alte Natur möchte er eigentlich nicht loslassen. Er will an der alten Natur festhalten. Er will an den bösen Dingen festhalten. Und so sehen wir das auch in der Geschichte, wie Haman zurückbleibt. Ahasverus, der König, geht raus aus dem Zimmer und Haman, das Fleisch, bleibt zurück und es klammert sich an Esther. Und es möchte eigentlich da bleiben. Das Fleisch drängt danach, bei dem Menschen weiter die Herrschaft zu behalten. Haman aber blieb zurück und bat die Königin Esther um sein Leben. Also das Fleisch will weiter im Menschen bleiben, weil die sündige Natur, es ist ja so, dass wenn die sündige Natur stirbt, dann hat nämlich Satan, der Feind Gottes, in unserem Herzen keinen Verbündeten mehr, oder? Wenn die sündige Natur in unserem Herzen stirbt, dann hat Satan keinen Verbündeten mehr. Und deswegen klammert sich Haman als Fleisch an dem Geist des Menschen, um weiterhin eigentlich den Geist zu beherrschen. So hängte man und dann entscheidet der König eben, Haman zu hängen. Und dort lesen wir, so hängte man Haman an den Holzstamm, den er für Mordechai zubereitet hatte. Da legte sich der Zorn des Königs. Also das Urteil des Königs ist klar, ganz klar. Ich werde das Fleisch, Haman, werde ich töten. Warum? Weil der König verstanden hat, dass Haman eigentlich den Schaden Mordechais wollte. Und das ist auch das, was unsere Seele verstehen muss oder verstanden hat, als wir vor unserer Bekehrung standen, dass das Fleisch eigentlich unseren Schaden wollte. Und deswegen entscheidet der König, Haman, das Fleisch eben an dem Holzstamm aufzuhängen und ihn dort zu töten. Und was passiert damit? Damit bekommt Haman als eigentlich Berater des Königs, damit wird ihm die Macht genommen. Ja? Er stirbt. Haman hat keine Macht mehr. Ahasverus, der Seele in einem Menschen, hat das Fleisch keine Macht mehr, Einfluss auf die Seele des Menschen zu nehmen. Also Haman ist tot und das, was Haman machen wollte, die Ideen, die Wünsche, das Böse, was Haman machen wollte, können den König nicht mehr beeinflussen, weil er tot ist. Haman hat ihn getötet. Und dort lesen wir in Galater 5, Vers 24, Galater 5, Vers 24 steht, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Und ich denke, jetzt wird das Bild ein bisschen klarer. Ahasverus hat Haman töten lassen und Ahasverus
hat diese Entscheidung getroffen, Haman zu töten. Und Haman hat jetzt keine Macht mehr auf Ahasverus. Haman als Bild des Fleisches, die sündige Natur des Menschen, hat keine Macht mehr auf die Seele des Menschen. Sie hat keine Macht, weil sie gestorben ist, weil Ahasverus Haman getötet hat. Und dort lesen wir, ich lese es nochmal, Galater 5, Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch getötet, samt den Leidenschaften und Lüsten. Es ist interessant, die Bibel sagt ganz klar in diesem Vers auch, den wir gelesen haben in Galater 5, Vers 24, also die Christus angehören, das sind wir, wir Kinder Gottes, wir gehören Christus an. Wenn Jesus in unser Herz gekommen ist, wenn wir verstanden haben, dass das Fleisch, die sündige Natur uns den Tod bringt und wenn wir Christus in unser Herz aufgenommen haben, dann sagt uns die Bibel, die haben das Fleisch gekreuzigt. Die haben das Fleisch gekreuzigt. Wenn man das so zuerst liest, man würde eigentlich meinen, man würde sagen, wieso steht hier, die haben das Fleisch gekreuzigt? Man könnte denken, ist es nicht Christus, der das Fleisch gekreuzigt hat? Aber der Galaterbrief sagt, die haben das Fleisch gekreuzigt, also die Christen, diejenigen, die Jesus in ihr Herz aufgenommen haben, die haben das Fleisch gekreuzigt. Warum ist das so? Jetzt in diesem Bild gesprochen, wer hat die Entscheidung getroffen, Haman zu töten? Es war Ahasverus. Die Seele des Menschen hat diese Entscheidung getroffen, das Fleisch zu töten. Und Gott hält es für wahr, wenn er uns sieht, uns Kinder Gottes, dann hält Gott es für wahr, dass unsere sündige Natur, unser Fleisch, gekreuzigt ist. Das ist eine biblische Wahrheit, denn wenn das nicht so wäre, wenn unser Fleisch nicht gekreuzigt wäre, dann hätten wir keinen Zugang zu Gott. Dann wäre nicht, wie das sich in der Geschichte dann ändert, dann wäre nicht Mordechai, also Gottes Geist in unserer Seele, der Berater und der Ratgeber, dann wäre ja immer noch Haman, das Fleisch in unserer Seele, der Berater. Aber Gottes Geist kommt in unser Leben und deswegen sagt uns die Bibel hier, die haben das Fleisch gekreuzigt. Das Fleisch, die sündige Natur ist gekreuzigt. Und ich finde einen sehr starken Vers ist der Römer 6, Vers 11. Dort steht, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. In einer anderen Übersetzung steht da, genauso müsst ihr von euch selbst denken. Geht von der Tatsache aus, dass das Fleisch, die sündige Natur, tot ist. Wenn wir uns fragen, wie kann einer aus einem bösen Menschen, ja, aus einem Menschen, der vielleicht vorher gestohlen hat, der vorher die Ehe gebrochen hat, der vorher betrogen hat, wie kann aus einem bösen Menschen ein Mensch werden im Ebenbild Gottes? Dann ist das nur möglich, weil er verstanden hat, dass das Fleisch, die Natur des Menschen, die böse Natur des Menschen in seinem Leben keine Gewalt mehr hat, sondern dass der Geist Gottes in sein Leben gekommen ist und dass der Geist Gottes seiner Seele eben die Beratung gibt, ja, das, was der Mensch tun soll. Und das sagt uns die Bibel, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Die sündige Natur in uns, also Haman, der alte Haman, darf keine Macht mehr in unserem Leben haben. Und eigentlich ist es so, dass wie ein Toter, wenn wir einen toten Menschen sehen, ein toter Mensch, der hat ja keine Macht mehr, oder? Wir können ihn ansprechen, aber er kann nicht mehr reagieren, weil er tot ist. Und so müssen wir eben die sündige Natur in unserem Herzen
auch verstehen, dass sie einfach keine Macht mehr hat, weil sie tot ist. Ich möchte das langsam abrunden, uns aber einfach wirklich mal Mut machen, einfach vor diesem Hintergrund diese Geschichte einmal zu lesen, und dann werden wirklich tiefe geistliche Wahrheiten sichtbar. Jetzt könnte man fragen, warum sündigt ein Mensch immer noch? Warum sündigt ein Mensch wie ich und wie wir immer noch, obwohl die sündige Natur gestorben ist? Und die Antwort liegt darin, wenn wir das auch auf die Geschichte betrachten. Die Geschichte zeigt uns, dass Haman das Fleisch in der Seele mit Ahasverus eine Entscheidung getroffen hat, alle Juden zu töten. Und dieser Befehl des Königs ist ausgegangen und dieser Befehl muss umgesetzt werden. Wir haben gelesen, dass der Befehl des Königs, wenn er mit dem Siegelring des Königs versiegelt worden ist, dann kann man diesen Befehl nicht mehr zurücknehmen. Und das ist einfach das, was wir in unserem geistlichen Leben auch oft erleben, dass wir diese alte Natur, den Haman, dass wir die Konsequenzen, die Haman in unserem Leben hatte, die sündige Natur, die in unserem Leben einfach bisher da war, dass wir diese alten Dinge, die alten Entscheidungen, die das Fleisch getroffen hat, dass wir diese noch mittragen. Die Geschichte geht ja so weiter, dass Mordechai der Berater des Königs wird. Und Mordechai kommt zum König und er möchte, dass dieser Befehl des Königs zurückgezogen wird, dass eben die Menschen, sein Volk, nicht getötet werden kann. Aber der König sagt, er kann seinen Befehl nicht zurücknehmen. Und Mordechai gibt eine Anweisung, dass an dem Tag, wo alle Juden getötet werden sollen, an dem Tag dürfen sich alle Juden verteidigen. Sie dürfen selbst gegen das, was Haman entschieden hat, sie dürfen sich selbst verteidigen. Und so ist es auch in unserer geistlichen Welt, dass Gott uns, dass die sündige Natur gestorben ist, aber oft kämpfen wir noch mit den Folgen, die das Fleisch in unserem Leben hatte. Und dort gibt uns die Bibel einfach Anweisungen mit der Waffenrüstung, ja, aus Epheser, wo uns das Wort sagt, dass wir die Waffenrüstung anziehen müssen, um eben gegen die Sünden zu kämpfen, gegen die Angriffe von außen zu kämpfen. Und so bekommt man ein Bild von der geistlichen Bedeutung des Buches Esther, das sicherlich jetzt nicht ganz umfänglich ist. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen so einen Einblick bekommen habt und dass ihr einfach beim Nachdenken darüber weiter wachsen könnt und auch diese geistliche Bedeutung dahinter verstehen könnt. In Römer 8, Vers 12, und mit diesem Vers möchte ich auch abschließen, dort steht in Römer 8, Vers 12, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also ganz klare Aufforderung aus dem Neuen Testament, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben, weil das Fleisch, die sündige Natur in uns, eigentlich keine Macht mehr haben darf. Ja, möge Gott uns einfach da diese Einblicke geben, das Verständnis, und dass es auch zu seiner Ehre ist und dass wir dieses Buch auch aus dieser Perspektive lesen dürfen. Gott die Ehre. Amen.